Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine Hochzeitskarte mit Musik und Licht. Eine richtig schöne, eine Pop-up-Karte. Ich liebe ja Pop-up-Karten. Ich sammle die auch. Ich habe schon einige schöne, ganz tolle, kreative Exemplare und konnte an der natürlich irgendwie auch nicht vorbeigehen. Da mein Sohn ja im Sommerende dieses im kommenden Jahr heiratet, bin ich sowieso immer so ein bisschen auf der Pirsch nach besonders schönen, originellen Hochzeitskarten. Und da kam mir das hier ganz gelegen, dachte ich, die bestelle ich mir auch mal und gucke sie mir mal an. Zumal zur Musik, die hier drauf sein soll, nichts weiter beschrieben stand. Ich habe immer so ein bisschen gehofft, dass da ein Titel wäre, den man kennt, der so ganz typisch für unsere Hochzeiten hier ist. Aber das habe ich natürlich schon ausprobiert, ist ganz klar. Und ist nicht der Fall, ist nicht bekannt. Es klingt aber trotzdem schön, man kann es so laufen lassen. Erstmal hat man hier diese Klappkarte. Ein CE-Zeichen hat sie auch. Also sicherheitsgeprüft ist sie. Dann ist noch so eine kleine Karte mit im Lieferumfang enthalten. Wahrscheinlich, wenn man diese hier nicht so beschriften möchte, dass man einen persönlichen Gruß hier raufschreiben kann. Und dann so ein XXL-Briefumschlag für das Ganze. Ja, den lege ich mal beiseite und dann gucken wir uns noch schnell die Karte an. Ich finde die wirklich hübsch, sehr schick gemacht. Vor allen Dingen gefällt mir das Motiv. Schaut mal, dann klappt man die so auf. Ich muss den Überraschungseffekt irgendwie hinkriegen. So, wenn man die öffnet, am besten Licht aus und dann Wurmsport an. Hier auch Licht aus. So, schaut mal, da ist es. Diese Reflexion ist mit dabei und hier vorne sieht man die Lichtelemente, einen Farbwechsel. Ja, das ist die Karte. Lass es mal kurz wirken. So, und dann schaltet sie ab. Nach diesem Durchlauf schaltet sie ab. Also sie spielt nicht ununterbrochen immer wieder. Finde ich ganz gut so. Das kann auch nervig sein. So hat man die Chance, diese Karte, jetzt mache ich mal Licht wieder an, diese Karte eben auch still zu genießen, einfach aufgeklappt stehen zu lassen zum Betrachten. Die ist wirklich schön gemacht. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Über die Musik kann man streiten, ob die schön ist oder nicht. So ganz doll begeistert bin ich von der Melodie auch nicht. Ich hätte mir auch lieber so einen Hochzeitswalzer oder irgendwas Passendes dazu gewünscht, aber ist nicht. Kann man aber trotz allem so mögen, so lieben. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Ja, da sind sie nun drin. Braut und Bräutigam. Ab geht's in die Flitterwochen. Ich finde sie sehr empfehlenswert. 15,99 € ist in dieser Größe und Ausfertigung auch nicht zu teuer, meines Erachtens. Insofern danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!